Guten Morgen, guten Mittag und wunderschönen guten Abend, Leute. Ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu, ja, Cassette Beast. Ja, Kassettenbiester. Wir haben mal aufgehört haben und zocken da mal weiter, wo wir weitermachen wollen. Wir haben noch ein ganz kleines Stück von der Karte übrig. Und wir haben im letzten Part einigermaßen unsere Fähigkeit des Kürbisrollens gefunden. Nicht entdeckt, die hat nur vorhin den Part entdeckt, aber wir haben sie so gesehen, jetzt für uns so, ne? Für uns selbst gefunden. Gut. Wohin geht es hier? So, jetzt da rüber. Habe ich die Vogel schon? Den Eisbecker habe ich schon, aber noch nicht die Krioschere. Machen wir erstmal eine 4. So. Ich habe das Mikrofon ganz gut geschlagen hier. Eine 4 mal fertig. So. Wunderschön. Jetzt nämlich aufnehmen. Chromdioxid und dann Eisbrecher auf Eis. Monster. Ja, dann wäre das Monster. Ich wollte gerade sagen Pokémon oder Digimon, passt ja auch nicht. Fehlgeschlagen. Und nochmal. Chromdioxid. Und bei dem. Nochmal schön spucken. So. 50%. Nice, haben wir es. Sehr schön. Krioschere sind oft mit zwei vollständig aus Eis bestehenden Klingen zu sehen, die sie für Angriffe einsetzen. Bei der am häufigsten vorkommenden Methode nutzen sie Klingen wie die beiden Hälften einer riesigen Schere. Deswegen heißt sie Kryoschere. So, erste Hilfe auf den Hund. Und der Hund macht einen Eisbrecher. Wunderschön, Barclay. So, Siliziumhieb. Trifft ein Ziel. Okay, gut, das ist nichts Besonderes. So, ab nach da drüben. Nein. Und? Immer noch nicht. Komm schon, das kann nicht so schwer sein. Halt. Ah, warte mal. Jetzt habe ich es rausgefunden. Und klar. Funkkocher. Na ja, klar. Eismonster leiten Elektrizität und sind daher schwach gegen zukünftige Angriffe des Blitztyps. Sehen. Beißen. Und du wechsel ich mal aus gegen Kirikuri. So, dann Sternschuss und du machst mal das war nicht dumm. Perfekter Treffer. Ziehen das Chips in den Boot ab und verringern so den Umfang ihrer. Ah. Interessant, Chips tragen Samen in sich die Ziehen Chips. Ah. Nice.
Unkenau und Terrorkocher. Beide fehlen mir eigentlich. Was ist mit dem Funktanner? Oh, das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Oh, gut. Glück gehabt. So. Ich glaube, ich habe damit gemacht. Die Schnur auch noch. Schilde hoch, ach ja. Ach, komm, hör mir auf. Komm ich raus überhaupt irgendwie? Gegenstände. Neuspülung? Nee. Okay, gut, überlegen. Verzweiflung. Funktanner. Autsch. Glühende Kohle, ging daneben. Ging daneben. Nochmal ein Sandsturm, ey. Dankeschön. Oder oh, Zeit hier. Perfekt. So, beides erledigt. Elementar, weil das war nichts Besonderes dabei. Ah, guck mal, fusioniertes Material, Splitter, Baumrinden, okay. So, mal ganz kurz, hochheilen. Und hochleveln. So, 55, super. Und dann, zurückspulen für einige Sakakuris und so. So. Perfekt. So, Frage ist, was erwartet mich hier in der Höhle? Aha. Keine Ahnung. Die Spitze? Ja, Tatsache, die Spitze. Die Spitze des Virals. Ganz da oben ist noch ein Bahnhof. Also, jetzt bin ich hellhörig, du. Aussagen und Plastik. Können mir so einige Witze einfallen? Wen haben wir jetzt hier? Wer bist du? Das ist Elef ist, dann krieg ich eine Krise. Was bist du denn bitte? Wahrheit, Lügen, euer unerfahrene Art sind solche trivialen Konzerte äußerst wichtig. Die Realität ist nicht wahr, nimmt die Unwissenheit an. Grrr. Du verstehst es nicht, lass mich dich aus deinen falschen Wahrnehmungen von Wahrheit und Lügen erwecken. Lieber nicht. Aber gut, Erzengel Babelef, Turm der... Okay. Wo sind denn wir? Bockbombe. So, mal so einen Klaps. Wo hat das Buschauge alles gelernt, was es wissen muss? In der Baumschule. Wow. Wow. Wunderbare 7.
Ich hab eine falsche 8. Oh, noch ein Witz. War das... Achso, geht's. Siegesrat. Okay. Nicht so effektiv, wenn ich ehrlich bin. Steinwelle. Okay, das hat ein bisschen weh. Hä? Ist nur eine falsche Aktion oder wir sehen falsche Charaktere an. Ernsthaft? Okay. Oh. Noch ein schlechter Witz. Wir essen Kugelinos sehr schnell. Wow. Alles grottige Witze. Sternschuss, ey, ich krieg die Krise hier. Okay, gut. Ging noch ganz gut aus. Sterntierchen leidet unter Klaustrophobie. Es braucht einfach etwas Raum. Der ist gut. Sternchen Bottos Raum. Oh, noch ein schlechter Witz. Was ist die Verkehrskrabbe am liebsten? Stauden. Staudensellerie. Wow. Staudensellerie, ey. Leck mich doch, ey. Einmal beißen. Warum musste der Makler zum Psychiater? Er hatte einen Apartmentkomplex. Der ist auch gut. So, kopflos. Das ist gut. Nein, wir schon wieder hier. Falsche Erhellung. Oh, komm, Steinwall. Doch, Steinwall, oder? Auch egal. Wunderbare 7. Ein schlechter Witz. Wir spielen es sehr schnell. So, dann beißen wir mal. Elementarwahl, na gut, ist auch halb wild. Nippel. Okay, gut, das war knapp. Wir müssen jetzt nicht lesen. Powernapper. Und Karakuri. Dann Gegenstände. Nicht zurückspulen. Parafusili. Fusionieren. Powerkuri. Was hieß es dann? Bergsturz. Rühren. Okay. Ach, Schnitzel. Na gut, zerbröckeln. Pflanzenwall? Na gut. Hat geholfen, Genie. Helle 7. So, ein schlechter Witz hier. Dankeschön. Warum wurde die Wirbelpuppe befördert? Sie stach einfach in ihrem Feld heraus. Wow. Wow.
Oh, nice. Oh, scheiße. Sollen wir mal ordentlich einen Klaps vielleicht geben? Das ging noch ganz gut aus. Das ging noch ganz gut aus. Normaler Klaps. Brühe nur. Okay, nicht so schlimm. Und noch ein schlechter Witz natürlich. Hat er auch nicht so gut. So. Bergsturz. Geschafft. Ein Erzengel weniger. Kraftwucht. Nice. So, 7,5 Sekunden. So. Bis sie das Land verlassen, bist du auf der Suche gewachsen, kannst du den Weg du gehen, der vor dir liegt. Nach Westen müssen deine Flügel flattern an den Ort, den nur ich kenne. Denn dort liegen meine Kammern. Die Hallen sind nun leer. Von dort aus musst du nach Norden gehen, wo sich getrennte Wege grüßen. Wo hohe Bäume sind zu sehen und dunkles Gras du spürst an deinen Füßen. Wo ein Steinaltar auf diesem Land musst du jetzt sein. Eine halbe Minute muss wehren hier dein Stand und des Nachts wird der Pfad dir offen sein. Weine Handlung und Situation, um zu finden die letzte Station. Hör mein Lied und find den Ort, der dich bringt weit weg, weit von hier fort. Okay. Eine Wahrheit ist mir mittlerweile klar. Ich wurde übertroffen. Elef. Hey, sieht aus, als würdest du verlieren. Komm doch mit. Wir können uns nicht mehr so treffen. Ich weiß, Elef, ich weiß. Meinst du, jeder Kampf gegen einen Erzengel, den wir gewinnen, ist nicht weiter als eine Rekrutierungsmöglichkeit für Elef? Ich weiß nicht. Immer noch kein Glück mit den Hinweisen, die du aus dem Erzengellied hast? Bei dir klang es so, als hättest du sowohl ein Ort als auch ein Ritual erhalten, wie du durch die Aktion der richtigen Stelle ausführst. Könnte das die Lösung sein? Okay, lass mich jetzt krachen. Wo geht es als nächstes? Hast du das Gerücht gehört, dass auf der Kirschaue irgendwas passiert ist? Könnten wir uns mal ansehen. Captain Cody ist auch noch da, ne? Oh, und dann ist noch Captain Buffy. Ich möchte Kelly mithaben. Fun Fact. Dieses Lied ist gerade hören. Wherever we are. Ist lustigerweise das Schlaflied meiner Tochter geworden. Das ist kein Witz. Mein Kind schläft, wie sie es so schön ein, meine Frau auch. Hast du irgendwie... Bist du irgendwie stärker als sonst, Jack? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Oh nein, ich will, dass wir zusammen sind. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ehrlich gesagt habe ich dich, glaube ich, erst auf diese Weise wahrgenommen, als wir fusioniert sind. Ich hatte schon ein paar Beziehungen mit Jungs, aber ich habe nie so richtig was für sie empfunden. Oh mein Gott! Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn wir fusionieren, habe ich das Gefühl, deine Seele zu spüren. Dass ich dich vielleicht auf eine Weise kenne, die ich nicht mal selbst kenne. Ich weiß nicht, ob ich ein Wort dafür habe, um das zu beschreiben. Ich finde dich wunderschön. Natürlich will ich mit dir zusammen sein. Und selbst wenn wir uns eines Tages trennen müssen, würde es das wert gewesen sein, glaube ich. Du hast recht. Ja, dann hast du jetzt eine Freundin. Und sie ist auch noch eine aufstrebende Musikerin. Du bist vielleicht ein Glückspilz. Wir sollten feiern. Perfekt. Wunderschön, ich bin happy. Das ist ein Happy End jetzt. Das wird ein Happy End. So, ich muss da oben hin. Das heißt also... Ja, weil da rechts ist noch was übrig. Also ist Captain Buffy auf jeden Fall auch noch dort. Und mal gucken, ob wir den Captain Buffy jetzt finden, langsam.
komm. Nee, nee, komm, nee, nee, den Kampf, den habe ich im Bock. Also ganz ehrlich, das... Ist das Captain Buffy vielleicht? Ach, komm. Oh, wow. Cool, dich kennenzulernen. Das war ein Duell. Irgendwie nicht so wirklich. Ach gut, okay. Gut, geht's. Dann machen wir mal schnell erledigen hier. Das ist sehr viel. Latz. So. Oh. Guck mal, den Gen ausgelassen. Nicht, weil man langweilig ist, sondern weil ich, ehrlich gesagt, langsam müde werde. Giftstich hat ordentlich reingezischt. Ey, ist doch sowas, ey. So leitend, zwar vergiftet. Ah, Schlaps, ouch. Und nochmal stürmen. Perfekt, gelöst. Sieg! Eis! Halt! Ja, wie die Witze meiner Oma. Wo ich sagen muss, meine Oma hat immer gute Witze gehabt. Ah, wusste ich's doch. Aha. Na klar. Bist du jetzt? Toys Honor. Nein. Ich werde die Ressourcen noch, ehrlich gesagt, kaufen können. Aha. Was haben wir denn hier? Warte mal, ganz kurz. Jetzt bin ich gerade neugierig hier. Kuniko ist eine Stufe höher jetzt. Sternschuss, okay, super. So, zurückspulen. Das, nimmst du Schurkenfusion in Angriff. Das sieht doch schon spannend aus. Doch nicht wirklich. Jumbo Terra-Kocher. Autsch. Ernsthaft glühende Kohle. Okay. Ich hab einen Terrakocher halt nicht, ne? Aber ich würde noch ein bisschen warten, bis ich jetzt mache. Die Dingskarte jetzt, die Kassette. Kante Doppelhieb. Oh, das ist gut, Doppelhieb. Lena knaps auf dem Popo. Geh ich locker zurück, du. Mit ordentlichem Doppelhieb. So, der Terrakocher ist jetzt weg. Mit dem Jumbo-Terrakocher sind zwei Terrakocher drin. Oh, heiße Kartoffel auch noch. Erste Hilfe auf Kaylee und Kaylee macht mal ganz schnell. Haben wir einen Klaps. So, jetzt habt ihr nämlich die heiße Kartoffel.
Sternschuss. Lieb. Aber ist das eine vielleicht ein Shiny? Da sagt eine, ist ein Shiny. Glaube ich. Ja, nice. Terrakocher sind ehrgeizige Köche, die versuchen mit den Zutaten, die sie in ihren unterirdischen Höhlenhabitaten finden, etwas zum Essen zu zaubern. Die meisten ihrer Rezepte beinhalten daher leider Flechte, Moos oder sowohl Flechte als auch Moos. Och, das arme Vieh. So, ah, beste Bootleg, genau, Bootlegs sind die Shinies nämlich, genau. So, wer das nicht kennt, Shiny ist nichts anderes als eine andere Form von seltene Unterform. Bei Pokémon halt, ne? Finde ich geil. Bootleg. So, Schilder hoch. Wo sind das Material? Okay. Das ist eigentlich der Plan, und Drachklammer brauche ich eigentlich gar nicht. Also fliehen, wie immer. So, wo kommen wir jetzt gerade hier? Ich bin gerade leicht überfordert. Wo sind wir hier? Nee, komm, wir sind da unten gelandet. Leck mich doch am Zipfel. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da unten landen. So, die Frage ist jetzt, wo ist Captain Buffy? Hey, von hier oben hat man eine schöne Aussicht, oder? Ich wollte mich bis ganz nach oben auf den Berg, aber ich schaffe es nicht. Die Klippen da vorne zu besteigen und die Gänge in der Höhle sind alle eingestürzt. Wenn mich wie ein Averevion die Lüfte erheben könnte, würde ich es vielleicht schaffen. Sag mal, hättest du Lust auf ein kleines Kämpfchen, bevor ich zum See hinuntergleite? Hm. Klar. Das lässt meine Zeit noch zu. Machen wir das mal so und dann machen wir dumm. Neckischuss, aua. Kann ja ein Doppelhieb machen, warum auch immer. Wie gut, ich sehe es auch, ja. Schärfen. Mag zwar Hindernis sein, aber kein großes. Nice. So, ist noch ein Doppelhieb. Echt, der Eisbecker ist down. Drakoblatt. Das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name. Wie gesagt, wirklich top. Schneeschlag. Au. Oh. Das habe ich besser erwischt, ehrlich gesagt.
Ernsthaft? Ah, Dezibelle. So, und Hurricane! So, Icebreaker ist down. Gut, Dark World ist auch fast down. Perfekt! Sieg! Tabula rasa. So, okay, ich muss doch mal los. Auf Wiedersehen. So, nur kurz ausruhen hier. Wo ist Captain Buffy? Frühe Romanzen. Wow. Gutes Thema beim Pärchen. Mach ich ehrlich gesagt gar nicht mit meiner Frau solche Gespräche. Ach, egal. Gut. So, Captain Buffy noch irgendwo hier zu sehen, oder? Ansonsten müssen wir den Captain Buffy im nächsten Part erst suchen. Und dann geht es auf der Suche nach dem, naja, großen Tun und Lassen der Welt, ne? Bis dann habt ihr wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Ja, Abend. Also, bis demnächst. Okay, bis dahin machen wir noch den hier fertig. Letzten Makler für heute. So. Bock Kuneko. Das sind immer solche Namen. 102 Schaden, ach du heilige Schnitzel. Machen wir Doppelhieb. Ausweichen? Ah. Oh, das Larix, alles klar. Zielwasser. Was hat er denn vor? Der Track ist geil. Der Track gefällt mir gerade. Super, Autsch, danke für deinen Besuch. So, nee, aber jetzt mal ernsthaft hier. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Mal wieder von, Xerxes. Und dann finden wir auch die letzten Captains. Es sind noch zwei übrig, ne? Also, schön mit Öle und danke fürs Zuschauen, Leute, ne? Hab wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Bis demnächst. Bye, bye.